Willst du pennen oder so? Ja. Oh. Oh, und vor allem noch ein Dach zu Ende. Warte. Oh Gott. Jawohl. Na? Mal gucken, oh nein. Was mein Weizen sagt. Kann ich die Schafe nämlich auch vermehren. Na toll, aus 5 Eiern kam kein einziges Huhn. Ja, manchmal ist das scheiße. So, dann muss ich jetzt mal ein Gehege bauen irgendwie. Das ist besser, ja. Damit ich die nicht alle in meiner Hütte habe hier. Ja, jetzt habe ich 3 Weizen, das heißt, ich kann meine Schafe vermehren. Muss ich auch noch irgendwie... Das ist so richtig... Das ist so eine mega Plattform hier in die Luft. Stark, wie ist der denn in die Luft? Achso, ja, einfach an den Berg angeknüpft oder was? Ich habe gerade sonst nirgends auf Platz eigentlich. Bau das in die andere Richtung, nicht in meine, sonst sieht das so hässlich aus. Was ist hier? So, meine Schafe. Ist das Schafliebezeit? Jawohl. Nee. Oh, guck mal, ein Ei. Ein Ei. Oh, kein Huhn. Nee. Ein Ei. Ich habe ein Ei gefunden. Oh. So, dann machen wir ein bisschen weiter gerade. Sieht zwar jetzt alles noch nicht so schön aus, weil es noch so gerade abgebaut ist, aber gut. Es wird ja alles noch im Nachhinein bearbeitet. Aber dafür brauche ich erstmal noch Stein. Das sieht gleich richtig cool aus. Und ich mache immer voll viel mit diesen Steinziegeln, die finde ich immer cool. Ich auch eigentlich. Mache ich auch immer gerne. Da mache ich immer meine Wege und all so einen Scheiß mit. Oder nehme ich auch ab und zu mal Kies oder so. Ja, nur wenn es passt. Vielleicht, wenn ich meine Baumfarm mache oder sowas. Baumfarm habe ich auch schon voll viel gemacht. Oder einfach hier wie in den Dörfern. Du machst einfach Erde und dann mit der Schaufel immer so platt machen. Dass hier so, was so braunes geht, das Gras. Ach ja, das geht ja mittlerweile auch. Ja. Einfach so ein Viereck hier, so mitten in der Luft. Ah, schon witzig. Egal. Für den Anfang reicht das und dann gucken, wo ich dann meine wichtige Farm hinmache. Kann ich mir dann ja alles noch in Ruhe überlegen hier. Dann kann man das hinterher wieder ordentlich machen. Ich glaube, ich mache mir ein Hochregallager. Fahre ich mit meinem Gabelstapler hier rum und kann meine Sachen einladen. Hätte was, ja. Ich könnte eigentlich echt so ein hohes Lager machen, wo ich dann vielleicht mit meinem Kart auf den Stockwerken hin und her fahren kann oder so. Gibt's Karts? Ja, mein Karts. Kannst du eine Lore oder was? Ja, ja. So. Auf Englisch mein Kart. Echt? Heißt das mein Kart? Ja. Oh, gut zu wissen. Ist die Frage, ob das nicht länger dauert, als mit den Treppen zu laufen. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert, da mit den ganzen Schienen und so, was es dafür alles gab und so. Ach, da gibt es so viele Tricks, aber die kannte ich auch noch nie alle. Das ist auch schon ewig her. Ich habe mal letztens geguckt, ich habe noch unsere ganz alten Aufnahmen, habe ich mal kurz reingeguckt, ich hatte die noch auf extern. Die haben wir 2003 oder so aufgenommen. 2003 ist, glaube ich, ein Gerücht. Da war ich 9. 13. So lange gibt es das Spiel jetzt auch noch nicht. 2003, Junge. Hey, war das noch in 2D? Jahre, ja, ey. Also da war das Spiel auf jeden Fall noch ganz anders. Gab's viele Sachen so noch nicht. Und da habe ich auch das letzte Mal richtig Minecraft eigentlich gespielt. Also weißt du, was ich dann noch alles weiß und mitgekriegt habe und so. Das vielleicht vor 2 Jahren oder so. Ja, du hast dann ja noch auf dem einen Server und so gespielt. Ja. Könnt
könnt ja in der Mitte ein so ein Loch in meinem Feld lassen, dass man da aus Versehen auch so rein runterfällt. Und stehst du direkt so platsch. Ja, ist immer sinnvoll. Mist, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr, ist doch kacke. Yes, yes, yes. Oh. Freut sich Max bestimmt, hat jetzt so eine super Aussicht. Er konnte vorher so schön ins Tal gucken, jetzt guckt er einfach auf so eine seine Platte. Mach ihm noch so eine Platte direkt über seinen Berg, damit er keine Sonne mehr kriegt. Das ist dunkel. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich war zweimal da. So eine Kuppel drüber gebaut. Das war so eine mega Dreckswand hier hinbauen, so alles aus Erde. Einfach nichts mehr sehen kann hier. Alles zensiert. So. So, das sieht aber gar nicht so geil aus. Bruchstein. Oh scheiße, ich habe meine Tür aufgelassen. Meine Hühner sind gefischt. Wir sind fein. Muss ich das Huhn gleich einsammeln gehen. Ah, wie ging denn jetzt nochmal? Nee. Tore. So. Man braucht ja ein paar Sticks auf jeden Fall. Ja. Das aus. So. Ah, schon mal einen Zaun habe ich schon mal hingekriegt. Dann ist ein Tor wahrscheinlich genau andersrum oder so. Ne? Ach, ein. Jawohl. Ach, ich habe ja. Es gibt ja mittlerweile hier das Dingen da. Nee. Heißt das? Welches Dingen? Das Crafting Tool da. Heißt das? Warum kann man da. Warum zeige ich mir das keinen Namen, wenn ich da drüber gehe? Ja, wo du halt alle deine ganzen Sachen hast, sehen kannst, die du craften könntest. Theoretisch. Keine Ahnung. Weiß nicht, gibt's das hier? Noch nicht Fichten. Dann drückst du da einfach nur drauf und dann setzt du die automatisch da rein halt. Keine Ahnung. Was kannst du eigentlich? Ich nix wissen. Oh, ich glaube, ich brauche mehr Holz. So, hier muss ich ja auch das noch was abbauen. Nicht. Hier muss dann noch eine Treppe hoch. Ja, so viel zu tun und hier muss irgendwie mein Lager hin, aber das wäre noch zu wenig Platz für mein Lager, ist das Problem. Ja, doof, ne? Eisen! Aber daraus passt mir jetzt erstmal nix. Wo gibt's erstmal. Ach nee, ich habe keine Samen mehr, scheiße. Kann ich gar nicht gucken. Kann ich mein Hühnchen gar nicht zurücklocken. Egal, mach ich gleich. Kann ich von hier aus auch mein Feld glotzen? Ja, sehr gut. Aber da ist noch nichts reif. Nämlich so. Das mache ich dann nachher alles noch schön mit Ziegel, mit Steinziegel. So viel Zeug wie du habe ich noch überhaupt nicht. Also, ich glaube auch nicht. Ich bin nur jetzt schon am Plan, wie ich das nachher mache. Jetzt baue ich das gerade noch mit der Erde hier. Also, du brauchst das eigentlich schon richtig. Naja, kann man ja nachher immer noch ein bisschen untergraben. Hier gehe ich auch ein bisschen in den Berg rein. Dann habe ich auch eigentlich genug Platz. Dann mache ich halt mein Lager ein bisschen nicht in die Breite, sondern eher in die Höhe. Muss man ein bisschen Leitern steigen oder sowas. Ja, aber es könnte auch cool aussehen, wenn man so ein tiefes Lager hat, ey. Ich glaube, deswegen will ich das auch gar nicht großartig größer machen. Erstmal Huhn, yes. Dann machen wir das. Mit was mache ich das denn? Mit der Schwarzeiche? Schwarzeiche ist immer nervig herzustellen. So. Weil man dafür 4 Setzlinge braucht für einen Baum. Ach so, ja, gut. Geht schon. Ich glaube, ich mache das mit normaler Eiche jetzt. Schnell nur. Was macht doch nichts, da kommt doch. Du kriegst doch ziemlich schnell wieder Setzlinge. Ja, aber Schwarzeichen, da kriegst du nicht immer auch 4 Setzlinge wieder raus. Das ist immer so, also es ist von der Tendenz her schon. Aber es dauert halt lange, bis du, weiß ich nicht, mit. Wenn du mit 2 Eichenbäumen, Schwarzeichenbäumen anfängst, dauert das ziemlich lange, bis du dann mehr machen kannst. Na gut, klar. Das habe ich schon mal irgendwann gemacht. Aber da musst du halt direkt am Anfang mehr abbauen. Ja, wir hatten ja auch direkt, wir haben da vorne auch so direkt so einen Schwarzeichenwald. Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal eben. Ja, erstmal abholzen eigentlich. Ja, das mache ich jetzt auch. Jetzt du hast halt nur nicht dunkel, alle Setzlinge da liegen lassen, sonst haben wir hinterher keine mehr. Nee, klar. Das ist mir schon klar. Irgendwann mache ich dann eh meine Baumfarm, wo ich dann alle Baumsorten habe. Alter, voll der große Baum hier, ey. Krass.
Das ist immer nervig, wenn da so große rauskommt. Ich finde immer die kleinen viel geiler. Die kannst du eben schnell abholzen, dann musst du nicht da oben in dem ganzen in der Baumkrone rumkraxeln. Ja, das ist immer nervig. Man will die auch nicht da stehen lassen, die Pimmels. Ja, das sieht richtig kacke aus dann. Aber die sind wieder, Alter, die sind voll groß geworden hier. Na egal, ich brauche jetzt sowieso ein bisschen Holz. Dann bauen wir die eben ein bisschen ab. Los, hüpf. Wir haben ja jetzt Max vs. Yannick aufgenommen. Wo drin denn? Einmal Age of Empires. Ah, habt ihr doch, wann habt ihr das gemacht? Gestern oder? Nee, gestern. Gestern haben wir Training gehabt. Vorgestern. Gestern Dienstag. Ja. Hab und Golf with your friends. Drei Maps gezockt. Ah, und wie ist das? Ja, Max ist halt scheiß. Na gut. Naja, Age of Empires war ja noch nie so gut drin. Aber gut bin ich da auch nicht drin, aber ich habe halt ihn wieder mit einer Masse überrannt. Ach hier, der eine Baum geht in den anderen über. Ach du Scheiße. Aber Golf with your friends, da habe ich die erste Map habe ich voll klar gewonnen. Zweite hat er dann gewonnen. Und dritte war dann mega spannend. War auf jeden Fall cool. Nee, die Maps nicht richtig voll schnell. Bei Golf with your friends oder was? Ja. Ja, schon. Ja, es geht. Wir haben halt die erste genommen. Ja, wir haben trotzdem eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gebraucht. Echt? Für drei Mal golfen? Die sind doch mal so Minigolfbahnmäßig, oder nicht? Ja, wir sind halt immer 18 Loch und. Ach so, ich dachte, ihr habt eine Bahn, also drei Bahnen gespielt. So gesehen. Quatsch, hat doch gar keinen Sinn. Schon, hey, drei Bahnen? Nein, drei Max. Na gut, dann dauert das natürlich ein bisschen. Deswegen dachte ich so, hä, ein bisschen wenig, ey. So drei Bahnen gespielt. Ja, drei Bahnen wäre echt ein bisschen wenig. Ist das schon der andere Baum? Ich glaube ja. Habt ihr aber noch nicht hochgeladen, ne? Nee. Ich habe, glaube ich, heute noch nichts gering gehabt. Nee, muss ich noch ändern. Wir haben ja beide aufgenommen. Hm. Warum macht ihr das so abwechselnd, oder? Na, die wollten wir beide Sichten einfach hochladen. Ach so. Damit die Zuschauer sich entscheiden können, welche Sicht sie sehen wollen. Voll anstrengend. Ja. Musst du mal hin und her switchen, der gerade. Ach nee, du kannst ja zeitgleich schlagen, glaube ich, ne? Wie? Was? Also du kannst ja. Du musst ja nicht immer auf den anderen warten, bis der irgendwie gespielt hat oder so, sondern ihr fangt ja bald gleichzeitig an. Ja, klar, natürlich. Den kannst du ja gar nicht, sag ich mal, so abwechseln irgendwie. Die ganze Zeit. Oder der eine schlägt, der andere schlägt. Immer so hin und her switchen, sag ich mal. Es geht ja nicht. So, hier sind jetzt noch überall schöne Holzblöcke. Das ist natürlich richtig geil. Ich glaube, ich habe das immer noch nicht. Golf with my friends muss ich jetzt mal holen. Ja. Echt nicht? Nee. Das hatten wir uns doch alle im Angebot geholt, oder nicht? Also maximal. Ja gut, das kostet, glaube ich, wenn es nicht im Angebot ist, glaube ich, 1 Euro mehr oder so. Keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. So teuer war das ja jetzt nicht. Sparen, sparen, sparen. Alter Vater, ey. Gucken, ob wir ein paar Setzlinge haben. Ja. Ich wollte das holen. Also so am letzten Tag, da habe ich dann so gedacht, ah scheiße, du wolltest doch das Spiel holen. Hab so den PC angemacht, denke so, ah. Da setze ich mich mal kurz hin auf die Couch und dann habe ich das irgendwie vergessen und bin eingepennt und als ich dann wach war, war es nicht mehr im Angebot. Stark. Und dann habe ich es dann erstmal nicht geholt. So, dann nehmen wir das Zuckerrohr hier auch mit, wenn es schon mal hier rumsteht. Versuchen wir jetzt mal irgendwie auf den Baum zu klettern hier. Um die Holzdinger zu finden. Immer schön. Da ist noch einer. Und du denkst immer, du hast alle und dann irgendwann findest du doch noch einen. So. Da ist noch einer. Dann so richtig schön im Dickicht drin sind, du siehst dann auch nichts dadurch. Pichten. Das ist dann immer schön, wenn du dann einen den letzten erwischt hast und dann zack, fängst du einfach mal so um dich rum so zu verschwinden. So. Tschung, 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 denkst du, ja, endlich. Endlich erwischt. So, das sieht gut aus. Oh, ein Apfel. Ich hab wieder Äpfel. Ich brauch doch jetzt gar keine Äpfel mehr. Ich hab jetzt Fleisch. daneben gesprungen. So. Ich finde aber die Schwarzeichen-Dinger auch ein bisschen nervig zum Abbauen, weil die ja zu dick sind. Na gut. Kann man nicht mal eben so einen Baum abbauen. Die Dinger, die ich jetzt gerade hatte. Jetzt, die sind schlimmer. Das ist, glaube ich, ganz cool, ey. Einfach nur ein Pimmelchen nach oben und dann ist cool. Ja.
Das ist ja bei, ja gut, Tannen sind dann schon wieder nervig, weil die zu hoch sind dann. Ja, da musst du immer wieder hochbauen dann auch. Deswegen hatte ich mir, als ich eine Baumfarm mal gemacht habe, habe ich mir so ein Glashaus gemacht. Konnten gar nicht höher wachsen. Aber das, da hatte ich auch Unmengen an Glas gebraucht. Ja, klar. Da hatte ich auch so einen Riesenteil natürlich direkt gebaut. Ah, scheiße, der ist auch wieder kacke. Manu. So. Egal, dafür habe ich jetzt gleich erstmal genug Holz. Dann kann ich hier unten noch eine Farm hinsetzen oder so. Aber mal gucken, wie ich das dann erstmal mache. So, der löst sich komplett auf, jawohl. Der auch, an dem müssen wir gleich noch hochklettern. Der ist ganz klein hier. Ne, komm. So. Bum, 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 bum. Setzlinge haben wir jetzt, ja, gut, haben wir schon 12, das ist schon in Ordnung. Ich habe jetzt schon, ich habe noch gar nicht gesammelt, aber ich habe schon wieder 21 von den Eichensetzlingen, die kriegst du ja echt. Ja, die Eichendinger kriegst du ja hinterhergeworfen. Da, keine Ahnung. Machst du hier, pflanzt du 3 Bäume, killst sie eben, dann hast du danach 20 Stück oder so. Ja. Vor allem, wenn du dann auch so einen großen dabei hast, der wirft dann ja mal locker so 10 Setzlinge ab. Das sind 16. Und ich glaube, das verlasse ich dabei. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Kann ich noch ein paar in meiner Nähe anpflanzen wieder. Dann habe ich einen kleinen Vorrat. Aber wie gesagt, hier meine Fläche ist eigentlich gleich freigeräumt. Geh weg, Spinne. Oh, jetzt erstmal noch eine neue Axt. Stücke haben wir. Machen wir nochmal. 3 Stein. Diesen wollen wir dafür jetzt noch nicht nehmen. Wir wollen erstmal eine Rüstung bauen gleich. Das sind zwei. 2 Creepers. Schick die bloß nicht zu mir hier. Kommt schon wieder einer an. Ping. Schön bei dir rumpimmeln da. Ein Zombie. Aber wo? Ach da. Komm her, du Sau. Ich mach dich. Ey! Das ist mal voll nervig, wenn du die manchmal schlägst und dann laufen die trotzdem einfach weiter, weil es gerade irgendwie leckt oder so. Dann hauen die nicht. Fliegen die gar nicht zurück? Oh nein. Oh scheiße, der letzte ist auch wieder so ein Riesen-Oschi, ey. Ich hab die Faxen dicker mit den Scheißbäumen hier. Ja, man denkt mal, wäre gleich fertig. Ja, dann brauchst du für einen Baum länger als für 20 normale. Irgendwann habe ich mir aber auch mal bei sowas dann immer ein Feuerzeug gemacht und einfach die normalen Bäume abgebaut und die großen habe ich dann immer abgefackelt. Einfach nur, damit sie weg waren. Brennen die dann eigentlich auch komplett ab? Ich weiß das gar nicht mehr. Eigentlich normalerweise schon, ja. Was übrig. Im Normalfall brennen die komplett ab. Aber ich muss das hier alles besser ausleuchten. Konnte so ein Feuerzeug eigentlich leer gehen? Nee, ne? Kaputt geht's halt. Ja, ach ja, hat das auch so ein Leben sonst gemacht. Ach, scheiße. Oh, da ist irgendwo was explodiert. Ja. Ich meine, das ist so irgendwo so boom von hier da hinten irgendwo. Oh. Ich war grad recht nah bei dir. Das ist immer nervig, wenn man alles noch nicht so ausgeleuchtet hat und von überall die scheiß Viecher herkommen können. Naja, vor allem wenn du damit gar nicht rechnest und dann drehst du dich um und weil du so ein Zischen hörst und dann ist es sowieso schon zu spät. Den hatte ich gesehen, aber da kam ich nicht mehr weg. So schnell kannst du teilweise gar nicht laufen, die dann explodieren. Du kriegst zwar nichts ab, aber die machen zwar dann halt alles kaputt. Jetzt habe ich noch gar nicht genug Weizen. Ne? Mann, jetzt hapert es noch an Weizen. An Samen habe ich jetzt auch gerade nicht. So, alles scheiße. Ich muss gleich mal. Vielleicht sind meine gleich auch ein bisschen fertig da. Oh, mein Enderman. Ich hatte nur 14 Stück. Aber war jetzt auch noch nicht so viel. Bis jetzt 3. So. Jetzt muss ich da irgendwie auf den Baum drauf kommen. Ja, was wollen die scheiß Creeper hier? Das ist echt ein Riesending, ey. Der muss sich sogar hochbauen, ey. Der sieht mich gar nicht. Nice. Ach nee, ey. Ach, dann lasse ich die erstmal da. Und hole mir gleich Erde und baue mich da hoch. So, ein bisschen Weizen ist gut, aber auch nur der hier, glaube ich. Ist natürlich ärgerlich. 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 So, da haben wir jetzt auch. Ja, hier haben schon 52 Eichensetzlinge. Willst du davon welche haben? Die kriegt man ja so selten. Nein, nein, nein. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt wieder genug Holz für meinen Zaun.